Tja, nachgefragt bei Tina Dauster in Nürnberg, die für uns den Evangelischen Kirchentag beobachtet. Tina, ist das wirklich das Thema, das alles andere überwölbt in Nürnberg, oder was ist sonst auch heute gewesen? Es ist ein großes Thema, natürlich auch neben dem Thema Krieg und Frieden in der Ukraine, aber es ist nicht das Thema, was alles andere überwiegt. Wir haben hier mit vielen Menschen gesprochen, die sich sehr freuen, nach der Pandemie endlich wieder einen Kirchentag abhalten zu können, die eine doch sehr positive Grundstimmung haben, die sich freuen, hier in Gemeinschaft zusammenzukommen, auch wieder zu debattieren, natürlich auch kontrovers zu debattieren. Das ist auch Ziel dieses Kirchentages. Das soll hier kein Wohlfühlprogramm werden, ganz gemäß der Losung. Jetzt ist die Zeit. Also eine Anlehnung auch an den Zeitenwendebegriff von Kanzler Scholz. Möchte man hier so eine Art Zeitendeutung versuchen und aber eben, ja, wie es der Präsident des Kirchentages, Thomas de Maizière, sagt, eine Art Lagerfeuer sein für Menschen in der Krise, wo man zusammenkommen kann. Trotzdem, die beiden großen Konfliktlinien sind natürlich die Waffenlieferungen an die Ukraine und, Sie haben es erwähnt und wir haben es im Beitrag gesehen, die Klimakrise. Darüber habe ich unter anderem mit Katrin Göring-Eckardt gesprochen. Sie selbst war einmal Kirchentagspräsidentin 2011. Und zuerst habe ich Sie aber gefragt, ja, welche Bedeutung Glaube und Religion für Sie ganz persönlich hat. Frau Göring-Eckardt, welchen Stellenwert haben denn Glaube und Kirche für Sie persönlich? Ich bin eine gläubige Christin in der DDR aufgewachsen, also wirklich in der Diaspora. Und es war auch der Ort, wo sich für mich die politische Opposition gezeigt hat, wo ich mit ihr in Kontakt gekommen bin. Und deswegen gehört es sehr zu meinem Leben. Ich würde auch sagen, also je länger ich Politik mache, umso frommer werde ich. Und das ist eigentlich ein ganz schöner Halt. Also in der DDR war es ja so, die DDR-Oberen wollten einem erklären, was gut für einen ist und was der vorgeschriebene Weg ist. Und irgendwann habe ich verstanden, nee, ihr seid gar nicht meine Obersten, sondern da ist noch jemand drüber. Und es war auch eine Art von Freiheit, die ich hatte durch den Glauben. Welche Rolle spielt denn Ihr Glaube oder Christinsein auch bei politischen Entscheidungen, die Sie treffen? Also ich habe ja nicht die Bibel in der Hand und kann damit über die Gesundheitsreform oder die Verkehrswende abstimmen. So, das steht da leider nicht drin. Über Waffenlieferungen in die Ukraine zum Beispiel. Oder darüber. Natürlich gibt es immer politische Dilemmata, wo wir sowieso mit einem Wertegerüst entscheiden. Und für mich ist es ganz gut, dass es dieses christliche Wertegerüst ist, dass ich erstens zweifeln kann. Ich muss nicht denken, wenn ich mir das einmal überlegt habe oder meine Partei sagt, so ist es jetzt. Ich kann auch noch mal zweifeln, das gehört zum Christsein ja dazu. Ich weiß, es könnte sein, der andere hat auch recht. Also das gehört auch zu der Überzeugung, die ich habe dazu. Auch häufig sehe ich ja irgendwie Christinnen oder Christen, die ganz anders denken, ticken, als ich zu anderen Ergebnissen kommen. Aber vor allen Dingen weiß ich, es ist nicht das total Endgültige. Also ich kann mich irren und ich kann auch sagen, ich habe da einen Fehler gemacht und kann zu diesem Fehler stehen. Und es gibt ja sehr, sehr viele wirklich extrem schwierige Entscheidungen, die wir gerade jetzt treffen müssen. Und manchmal denke ich so, okay, da ist noch Gott, da ist noch meine Gemeinde, mein Glaube. Und da finde ich auch Halt und werde aufgefangen. Und es ist so ganz schön, diesen Trost auch zu haben. Wenn wir über unterschiedliche Meinungen, Haltungen sprechen, auch beim Thema Waffenlieferungen oder welche Art von Frieden wollen wir. Wäre es da nicht förderlich, wenn die evangelische Kirche zu einer einheitlichen Position käme, auch im Sinne einer Führung und Antworten geben für die Menschen? Das ist natürlich immer wünschenswert, ne, dass man irgendwie so hat, die sagen das und so ist es gut und so mache ich das dann. Hallo. Aber ehrlich gesagt sind wir als Protestantinnen und Protestanten ja auch Protestleute, wenn man es mal so sagen will. Und dieses Protest haben und Protest leben heißt auch immer Debatte haben, Debatte führen. Und dieses Debatte führen gehört dazu. Also unterschiedliche Positionen machen uns ja auch stark. Mich machen auch die Argumente stark. Und manchmal lasse ich mich auch überzeugen oder ich überzeuge jemand anderen. Also ich glaube, es gehört zu unserem Christsein, zu unserem So-Sein dazu, auch unterschiedliche Positionen auszuhalten. Dennoch fühlen sich die Menschen, aktuell kann ich, glaube ich, sagen, überfordert. Sie fühlen sich auch ein bisschen ängstlich, ob einer gewissen Unsicherheit oder Ungewissheit, wie es in der Zukunft sein wird. Wir haben multiple Herausforderungen vor uns und irgendwie scheint Kirche nicht wirklich Antworten und Führung zu geben. Woran liegt das? Was läuft falsch? Ich würde sagen, gefordert und manche überfordert. Ja, das ist so. Es gibt Verunsicherungen in unserer Gesellschaft. Und natürlich wünscht man sich, dass es diese eine Institution gibt, wo man dann weiß, die sagen, wo es lang geht. Aber das ist nicht die Realität. Die Realität ist, dass
Menschen mit ihren Nachbarn Auseinandersetzungen haben oder mit ihrem Verein oder mit ihrem Arbeitgeber, ihrer Arbeitgeberin. Oder dass sie nicht wissen, was passiert eigentlich übermorgen oder was wird in 3 Jahren sein. Und ich glaube, die Aufgabe haben wir gemeinsam. Also Politik, Kirche, Gesellschaft, dass wir jedenfalls wissen, wir wollen beieinander bleiben. Dass wir jedenfalls wissen, wir wollen Spaltung entgegenwirken, Rassismus, Hass, wir wollen dem entgegenwirken, dass Leute bewusst ausgegrenzt werden sollen. Und das haben wir als gemeinsame Aufgabe. Da muss man sich auch keine Sorgen machen, dass Kirche oder dass der Staat da nicht ganz klar steht, wenn es um diese Fragen geht. Und ein Punkt ist mir ganz wichtig dabei. Es gibt ja inzwischen Leute, die erklären ihre Meinung zum Faktum und sagen dann, das ist der Fakt, obwohl es eigentlich ihre faktenfreie Meinung ist. Und dagegen, glaube ich, muss man wirklich aufstehen und ich bin froh, dass es meine Kirche tut. Ja, Sie haben eigentlich die perfekte Überleitung geschaffen zu rechten Parteien, rechten Gruppierungen. Was sehen Sie als Ursache dafür, dass die so einen starken Zustrom gerade haben? Die AfD, zweitstärkste Partei in Deutschland, noch vor Ihrer Partei, Bündnis 90, den Grünen. Was sind die Gründe dafür aus Ihrer Sicht? Naja, manchmal ist es ja so, je unübersichtlicher die Situation, umso mehr Sehnsucht nach einfachen Antworten. Diese einfachen Antworten sind aber keine Antworten. Da ist ja nie eine Lösung dabei, da ist ja nie ein Vorschlag dabei, da ist ja nie eine wirkliche Idee dabei. Mir ist aber wichtig, ich komme aus Thüringen und mir ist wichtig, noch mal einmal klarzumachen, die Mehrheit in unserem Land, auch in den ostdeutschen Ländern, wählt und denkt demokratisch. Und das ist der Punkt. Wir müssen richtig aufpassen und wirklich immer Kontra geben und auch am Kaffeetisch sonntags nachmittags, wenn man mit der eigentümlichen Tante oder dem angeheirateten Patenonkel redet, ja, weiß, dass es anstrengend ist, Demokratie ist auch anstrengend. Aber es gehört dazu, zu wissen, wir sind die Mehrheit ist demokratisch. Ist unsere Demokratie resilient, krisenfähig genug in diesen Zeiten? Oder wo könnte da noch ein bisschen mehr gehen aus Ihrer Sicht? Ja, ist sie schon. Also es ist ja interessant, ne, dass manche denken, könnten diese Krisen vielleicht in Diktaturen besser gelöst werden. Die Klimakrise als großes Beispiel. Dann gucken wir uns mal an, was ist in nicht-demokratischen Staaten und stellen fest, die können das mitnichten besser, sondern die sind noch viel mehr fossil abhängig. Und deswegen ja. Wir können das als Demokratinnen und Demokraten und wir sollten uns aber auch klar darüber sein, dass wir es können und dass Diskussion und Streit nicht ist, wir wollen das nicht, sondern wir gucken nach dem hoffentlich besten Weg. Herzlichen Dank für das Gespräch. Danke. Danke. Katrin Göring-Eckardt war das, ehemalige Kirchentagspräsidentin aus dem Jahr 2011. Und den aktuellen Kirchentagspräsidenten Thomas de Maizière, den haben wir morgen im Interview in unserer Sendung hier vom Evangelischen Kirchentag aus Nürnberg. Um 10.45 Uhr geht es los bei Phoenix. Darin auch ein Panel mit Bundeskanzler Olaf Scholz und vielen anderen Gästen rund zu allen Themen, die Kirche, Religion und auch unsere Gesellschaft betreffend. Und